Am Wort ist nun Magister Doktorin Agnes Dotter. Bitte schön, Frau Abgeordnete. Vielen Dank, Herr Präsident, geschätzte Frau Staatssekretärin, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen und auf der Galerie. Jugend ist Zukunft und wir müssen alles daran setzen, der Jugend von heute die besten Rahmenbedingungen für einen gelungenen Start in ein selbstbestimmtes und glückliches Leben zu ermöglichen. Die Jugendagenten sind im Staatssekretariat im Bundeskanzleramt angesiedelt. Alleine das zeigt schon die Wichtigkeit dieser Materie. Beim Budget für Familie und Jugend für das Jahr 2024 sehen wir eine Steigerung von 719 Millionen Euro auf 8,84 Milliarden Euro. Und wir haben vorhin gerade das Budget für den Bereich Bildung diskutiert. Auch hier haben wir ein deutliches Plus von 263 Millionen Euro. Damit können wichtige Projekte wie Digitalisierung, administrative Unterstützung, aber auch die Unterstützung der Kinder mit nicht deutscher Muttersprache weiter vorangetrieben werden. Kinder und Jugendliche bekommen, auch wenn das oft schlecht geredet wird, bei uns sehr gute Bildungschancen und Unterstützung sowohl in den Kindergärten als auch in den Schulen. Erwähnen möchte ich noch das Angebot der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit. Für das Budget 2024 ist hier eine Steigerung um ca. 9,7% bzw. 650.000 Euro budgetiert. Bereits im Budget für 2023 war eine Steigerung der Bundesjugendförderung für verbandliche Organisationen um rund 20% vorgesehen. Nun soll der Teuerungsausgleich allen Organisationen im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit zukommen. Geschätzte Damen und Herren, in diesem Zusammenhang ist es mir aber auch besonders wichtig hervorzuheben, dass gerade in den ländlichen Regionen zahlreiche Vereine mit den dort engagierten Personen einen ganz wesentlichen Beitrag zur Förderung der Kinder und Jugendlichen leisten. Ich denke hier etwa an die Feuerwehrjugend, aber auch an unzählige Sportvereine. Hier finden Jugendliche ein Umfeld, in dem sie begleitet Neues ausprobieren können und lernen, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Vielen Dank an all jene, die dies in den Vereinen ermöglichen und so gleichzeitig die Gesellschaft in unseren Regionen stärken. Danke.